Das Problem ist, ja, mein Gott, wir haben jetzt ein bisschen Fehler gemacht, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Wir haben bis Tag 22 Zeit, sehr viel Geld zu sammeln, also das wird schon irgendwie werden. Sie sind ab sofort autorisiert, Verdächtige unter Arrest zu stellen, und das muss ich tatsächlich auch sogar machen, damit ich mehr Geld kriege. Dummerweise muss ich also alle verhaften, die mir unter die Fittiche kommen, weil Geld. Ansonsten haben wir nichts Neues und sie... Ich werde aber nur verhaften, sobald dieser Deal mit unserem Kollegen läuft. Vorher werde ich noch nicht verhaften, weil ansonsten dauert die Animation zu lange. Ne? Das mache ich erst, wenn es mir wirklich Geld gibt. Ja, das ist alles, ne, klingt alles sehr komisch, weil dies und das und jenes, aber man muss es so machen. So. Er ist auf der Durchreise. Ich werde jetzt auf Transit und einige Tage nochmal genau achten. Er darf da auf jeden Fall rein. Das ist der Kyle Zaitsev. Mein Gott, die haben Namen, ey. Und da stimmt die Passnummer nicht überein. Was diskutieren wir hier eigentlich? Den dürfte ich jetzt direkt verhaften. Aber nicht verhaften, bitte. Ja. Und du wirst, genau das wird nämlich passieren. Ich werde dich einfach nicht verhaften, weil es gibt ja noch kein Cash. So, oder muss ich das einmal machen, damit es überhaupt getriggert wird, dass der Typ mir Geld geben will? Ziehst hierher, deswegen brauchst du aber trotzdem... Entschuldigung, das wollte ich machen. Eine Einreisegenehmigung. Brauche ich sowas? Ja. Brauchst du. Hol sie dir, dann kannst du wiederkommen. Also dann doch erst. Ja, was jetzt? Muss ich einen verhaften, damit das getriggert wird oder nicht? Oder komm... Au, oh, das ist ja da, Vincent. Ja. Einreise... War beim Vincent eigentlich irgendwas falsch? Das ist jetzt die große Frage. Vince Lestrade, Transit, 14 Tage. Was hat er denn gesagt? Durchreise, Transit, 14 Tage. Ist nicht abgelaufen. Bei dem Herren ist ja überhaupt nichts abgelaufen. Hier steht auch überhaupt nicht, dass er gesucht wird. Also. Oder wie lief denn das? Ah, doch, hier. Die haben mich reingelegt. Ja, aber es tut mir leid. Ich muss ja den Trigger auch machen. Ja, ich muss ja eh triggern, damit ich dann nachher das Geld extra krieg. Das passt schon. Auch wenn sie ihn reingelegt haben, es tut mir sehr leid, aber ich muss das jetzt einfach so machen. Ich muss da an meine Achievements denken. So, Transitdurchreise für 2 Tage. Ist das korrekt? Ja, Passnummer stimmt überein. Sie ist nicht abgelaufen. Der Ausweis auch nicht. Das Foto stimmt soweit. Sie ist weiblich. Die Lada Kasimir, aber definitiv nicht die Selminova. Mein Gott, oh Gott. Natürlich hat sie mehrere Namen. Was mich das immer an Zeit kostet. So, keinerlei ist benannt. Bekannt. Ah ja, keinerlei ist bekannt. Tschüss. Ja? Brauchen wir gar nicht rummachen. Keinerlei ist bekannt. Tschüss. Durchreichen. Go, go, go. Much money. Was ist denn das schon wieder für ein Shorshi-Verschnitt? So, nicht abgelaufen. 2 Tage Durchreise. Ich bin frei. Ich hasse dieses Scheißland. Okay, cool. Wenn du das hast, dann wegen mir. Ja, machen wir so. Das ist der Andrio Filipov. Da ist alles korrekt. Du hast das Scheißland. Wünsche dir trotzdem natürlich viel Spaß in Astotzka. So, schönen guten Tag. Männlich. Also das Foto. Ist das derselbe Typ? Also, bei aller Liebe, das sieht sehr seltsam aus. Marshall Malinowski scheint tatsächlich zu stimmen. Mann! Oh! Komm schon. Das sieht fragwürdig aus, aber ich muss auch fragwürdige Leute nochmal reinlassen.
So, sie will arbeiten für ein halbes Jahr? Ja, das ist korrekt. Damit kann ich auch sagen, dass die Passnummer korrekt ist. Das ist die Sophia Nielsen. Sie ist weiblich. Das ist nicht abgelaufen. Dann wünsche ich dir viel Spaß beim Arbeiten in unserem geliebten Land auf Stotzka. Es lebe Astotzka. Was? Ach ja. Wenn ein Fehler ist, dann kann es ja nur die Stadt gewesen sein. Weil das das Einzige ist, was ich nicht überprüfe. So, heute ist ein schöner Tag. Was? Endlich sind wir der Tyrannei in Antigran entkommen. Aber du, deswegen kannst du, musst du mir eigentlich sagen, was du hier willst, ey. Okay, er will halt einwandern. Bild ist korrekt, das ist der Piotr Wostok. Ich sehe hier keine Diskrepanz. Ich würde sagen, dann kannst du froh sein, dass du dieser Tyrannei tatsächlich entkommen bist. Und wünsche dir viel Spaß. Bitte seien Sie nett zu meiner Frau. Ah, und die Frau, die durfte nicht rein. Denn bei der Frau war ein Fehler. Ja. Haben Sie meinen Mann gesehen? Tschüss. Das weiß ich noch, deswegen kann ich das ganz schnell abhaken, damit wir so schnell wie möglich an Geld kommen. Es tut mir wahnsinnig leid, ne? Ich glaube, damals haben wir sie durchgelassen, oder? Ich glaube, damals haben wir sie durchgelassen, einfach nur, weil wir das mit unserem Gewissen nicht vereinbaren konnten. Und ehrlich gesagt, kratzt es auch jetzt ziemlich hart an meinem Gewissen, weil ich sowas eigentlich überhaupt nicht übers Herz bringen kann. Aber in dem Fall muss ich leider, leider an meine Achievements denken. Ansonsten ist dieser Run ja hier umsonst. Ne? Hä? Antwort auf Zweck. Ach, da habe ich tatsächlich wieder nicht drauf geachtet. Ich darf nicht so viel labern nebenbei, dann beachte ich halt manche Sachen einfach nicht. Besuch 2 Monate ist korrekt. Einreise ist nicht abgelaufen. G3, E, J, N, U, D, das ist korrekt. Das ist die Denka. Iskinion, da ist alles soweit korrekt. Ich hoffe, die Stadt stimmt. So. Ich glaube, sie hat uns ein Token gegeben, wenn wir sie reingelassen haben. Das hat sie uns ja damals gegeben. Aber, wie gesagt, wir haben es ja schon jetzt oft genug durchgespielt quasi. Aber jetzt müssen wir es halt noch einmal schaffen mit sehr viel Geld. Deswegen muss ich sie leider rausschmeißen. So leid mir das tut. Ne? So, hier liegt eine Diskrepanz vor. Davon weiß ich nichts. Gut, dann weiß ich auf jeden Fall, dass du rausfliegst. Sei froh, dass ich dich nicht verhafte. So, guck mal. Und damit wären wir nämlich jetzt immerhin schon mal wieder bei 95 Dollar. Miete 25. Hat die nicht gerade noch 20 gekostet? Warum wird denn die Miete höher, obwohl ich noch gar nicht umgezogen bin? Was soll denn das? Oh, Kabine verbessern. Ja. Ganz ehrlich, wisst ihr, das mache ich, weil damit kann ich echt schneller arbeiten. Die 5 Dollar, weißt du? Die 5 Dollar. So, immer weniger Arbeitsplätze. Einwanderer nehmen Einheimischen die Arbeit weg, ja. Und der Typ in Grestin ist verhaftet worden. Super. So, ich darf jetzt wenigstens die Leertaste drücken. Für die Diskrepanzen. Moment, was ist jetzt? Das mit besonders die Personen, die zwecks Aufnahme einer Werktätigkeit einreißen, brauchen jetzt schon. Ach, jetzt brauchte man schon einen Arbeitsausweis. Oh ja, krass. Jetzt schon? Oh. Doch früher im Spiel, als ich dachte. So, einmal die Papiere bitte. Gut, er will arbeiten, das sehe ich natürlich dann sofort. So, 6 Monate Arbeit ist nicht abgelaufen. Die Ausweisnummer ist korrekt. Der Name ist der Gregory Beilstein. Schöner Name. So, Arbeitsausweis, das ist der Gregory Beilstein. Im Labor will er arbeiten. Das Ding ist auf jeden Fall gültig, solange. Der junge Mann darf tatsächlich hier arbeiten. Viel Spaß. So, schönen guten Tag. Auch sie will hier arbeiten. Jetzt weißt du, warum mir hier die Arbeit weggenommen wird, den Einheimischen.
So ein halbes Jahr Arbeit ist korrekt. Die Passnummer. Ach, die große Sünde. Ach, sie will arbeiten im Puff. Ja, soll sie das doch sagen, die Isabelle Timbrell. Isabelle Timbrell. Lebensmittel? Ja, Lebensmittel am Arsch. Oder im Arsch? Ich weiß nicht, was die da macht bei ihrem Job, aber es ist gruselig. Bitte helfen Sie mir. Was? Ein Mann namens Leon hat mir meiner Schwester versprochen. Ach, den haben wir damals reingelassen und wurde sie ermordet, ne? Diesmal machen wir es nicht. Das kostet mich vielleicht $5, aber den lasse ich tatsächlich diesmal nicht rein. Diesmal wird keine weitere Nutte dran glauben müssen. Besuch 500, 3 Monate. Ja, ist korrekt. Es ist nicht abgelaufen. Die Passnummer stimmt überein. Das ist der Arthur Korczyński. Ja, das passt soweit. Aber das Bild, Junge, das Bild. Ich weiß noch nicht, was ich sagen soll. Alles klar. Das kann doch so. So eine Veränderung nimmt man doch. Nee. Tatsache, das ist er. Was soll ich sagen? Das bin ich. Was soll ich sagen? Ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber das bist du wirklich. Verrückt. So, einmal die Papiere bitte. So, sie will einwandern. Einwandern tut sie natürlich unbegrenzt. Das ist nicht abgelaufen. Auch das hier nicht. Das Bild scheint zu stimmen von der Martina Danilova. Sie ist weiblich. Da stimmt alles. Have fun in Ostotska. So, Dani Ludum, den darf ich nicht reinlassen. Shoshi! Hey! Shoshi-Hype! Ah, der Shoshi-Hype, da bin ich wieder. Diesmal passt alles. Nein, du brauchst eine Einreisegenehmigung. Oh, ne? Mein lieber Scholli, ey. Ja, ich mache meinen Job sehr gut, gell? Ah, der Shoshi. So, bist du da, Dani? Nee. Er kommt zu Besuch für 2 Monate. Ist das soweit? Ja, ist klar. Stimmt. So, ist nicht abgelaufen. M1, halt, stopp. Schauen Sie nochmal genau hin. Ich schaue nochmal genau hin, ja. Bye, bye. Ab wann kam denn der Typ? Am 6., 7. Tag? Mit dieser Arrestgeschichte? Das ist der Dani. Ja, der Dari. Dari. Ja, große Sünde. Haha. ja, ich weiß, es ist ein Fehler, aber ich bringe diesmal keine Nutte um. Nicht nochmal. Ich weiß, es ist ein freiwilliger Fehler. So, der Bayer, der Geier, der Benjamin Geier, der heißt aber überhaupt nicht so. Benjamin Geier, was da los? Jetzt sag mir nicht, das ist sein zweiter Name. Ja, ich habe meinen Namen erst geändert. Ja, Elias ist der Florian. Oh, fuck, das stimmt sogar. Heilige, das stimmt sogar. Oh. Dann muss ich tatsächlich sagen, Florian, willkommen. Respekt. Es lebe aus Dotzka. Krasser Typ. So, schönen guten Tag. So, Besuch für 1 Monat. Ist nicht abgelaufen. Die Passnummer stimmt überein. Das ist der König Boccia. Okay. Wer nennt seinen Sohn denn bitte König? Da muss man schon ein bisschen arg übermotiviert sein, oder? Aber hey. So, wieder so ein lustiger Irokese. So, nur zu Besuch. Ja, das ist soweit korrekt. Ich bleibe für immer. Moment. Was ist jetzt? Oh nein. Fuck that shit. Ja.
Damit verlieren wir leider 20 Dollar. Hä? Clubtänzerin in Christine tot aufgefunden? Der kann doch gar nicht rein. Das heißt, die Nutte stirbt so oder so? Die Nutte stirbt so oder so. Das gibt's doch gar nicht. Ja, aber die Nutte. Also, die Nutte stirbt scheinbar so oder so, egal ob wir den reinlassen oder nicht. Dann hatte ich ja ein schlechtes Gewissen beim ersten Mal vielleicht umsonst. Gut. Um die Abfertigung zu beschleunigen, wurde ein Suchscanner-System. Kulischische Extremisten stehen im Verdacht für den Bombenanschlag vom gestrigen Tage. Durchsuchen Sie alle Kollegen, bevor Sie die Einreise genehmigen. Alle Kollegen. Kollegien. Kollegien. Alle Kollegen halt, ne? Alles klar. So, kommt sie aus Kollegen? Ja, alles klar, tut sie. Kollegen und ups. So, wir müssen leider eine Durchsuchung durchführen, Scanner. Das kostet so schweineviel Zeit, ey. So, da kommt das Foto. Die Dame ist sauber. Gut, das ist die Amelia Grötzinger. Hat einen korrekten... Ist alles korrekt. Ja. Gut, machen wir keinen Ärger, bleib sauber. So muss es nämlich sein. Sebastian, Christine ist in Arstotzka. Das sollte man schon mal mitbekommen haben. So, 93 Kilo, die Größe ist korrekt, das ist die an... Findest du nicht? Und da haben wir doch schon einen Fehler. Gute Dame, die Namen sind unterschiedlich. Ich habe zwei Namen. Mann, Leute, ihr mit euren Kack zwei Namen, ey. Ja, hast du eben nicht kein zweiter Name bekannt? Ich würde sagen, viel Spaß. Tschüss. So. Sie will einreisen zum Transitverkehr für 14 Tage, einige Wochen. Das ist nicht abgelaufen. Die Ausweisnummer ist korrekt. Das ist die Alicia Hudson. Und das ist tatsächlich richtig. Gut, viel Spaß beim Verzehr der Stadt, um sie dann wieder zu verlassen. So, wieder mal aus Astotzka. Diesmal ist es das ist die... Ah, ist doch... Nee. Der Burak. Die Burak gibt's nun wirklich nicht. Also, ne? Und Scanner. Jetzt mal ganz ehrlich, ne? Bei Jared habe ich mich schon gefragt, was das soll. Aber nochmal verarschen lasse ich mich nicht. Burak heißt keine Frau. Keine Frau heißt Burak. Das ist auch tatsächlich keine Frau. Was ist denn das für ein Kerl? Ja, es ist widerlich. No offense, Bro, aber Alter. Wahnsinn! Alter, what the heck? Burak Jola Kanova. Was? Jola Kanova, was ist das denn? Abgefahren. Okay. So, mehr hast du nicht? Und wo ist dein Pass? Ach, der Arschloch. So, Astotzka, männlich, nicht abgelaufen. Der Anson
Lai ist korrekt. Größe, Gewicht kommt hin. Datum kommt hin, ist nicht. Orwetsch ist auch korrekt. Astotzka. Ja, Kollege, warum nicht gleich so? Ist doch alles richtig. Muss sich doch nicht schämen. So, wen haben wir denn hier? Kollegen, hi. Nein, ja. So, ihr seht schon, diese Leertaste ist schon gut. Da ist man schon deutlich schneller mit. So, ansonsten kann ich ja schon mal überprüfen. Ist nicht abgelaufen. Besucht 2 Monate. Was hat er gesagt? Besucht 2 Monate. Ist korrekt. Der Typ ist männlich. Oh, was haben wir denn hier? Eine Waffe will er durchschmuggeln. Die ist da, das können Sie sehen, ja. Und ich verhafte dich sogar. Alter, eine Waffe. Den werde ich nicht abweisen, den werde ich verhaften. So nicht, Kollege. So nicht. So, einmal die Papiere von dir, bitte. So, nach Astotzka einwandern. Ist korrekt. Der ist nicht abgelaufen. Die Ausweisnummer stimmt überein. Das ist Shady. Safadi. Hey, Shaggy ist auf Safari, jawohl. Oscar Steen, männlich, College. Oh, Collision. Collision, ich hoffe, das ist korrekt, weil ich habe jetzt alles schon überprüft. Der Typ ist sauber. Wenn er jetzt noch keine Waffe an ihm klebt, dann darf er durch. Und er hat. Mann. Hä? Achso. Da haben wir doch was. Junge. Ich weiß von nichts. Gut, ich auch nicht. Ich habe harmlose Medikamente dabei. Ich gebe Ihnen 10 Credits, wenn Sie mich durchlassen. Aha. Wo wir wieder beim Thema sind, ich brauche Geld. Versteht ihr? Ich brauche Geld. Es kostet mich nichts, den Fehler zu machen. Alles gut. Alles gut. Da lasse ich mich doch gerne bestechen für ein Achievement. So. Ich bleibe für ein paar Wochen. Ja, das ist soweit korrekt. Die Ausweisnummer ist korrekt. Abgelaufen ist hier gar nichts. Das ist der Josef Seidelkopf. Gut, dass ich noch nicht auf Verhaften gedrückt habe. Ich hatte nämlich schon einen nervösen Zeigefinger, könnte man sagen. Und wollte eigentlich schon auf Verhaften drücken. Aber tatsächlich hat mir das dann 10 Credits gebracht. Oh. Oh, scheiße, der war aus Collision. Oh, ich habe nicht hingeguckt. Ach, verdammt. Oh, jetzt darf ich keinen Fehler mehr machen, sonst hat sich's nicht gelohnt. Das ist die Allison Kene. Die bleibt 2 Monate. Ist korrekt. Besuch ist korrekt. Nichts abgelaufen. Bostan, weiblich. Republien ist korrekt. Nur noch die Ausweisnummer überprüfen. Die stimmt dann tatsächlich auch. Weil ansonsten hätte ich ja jetzt, würden wir ja Minus machen. Einen darf ich noch durchwinken. Sehr schön. So, Papiere bitte. So, sie besucht oder er besucht Verwandte. Kommt aus Kolleschen. Diesmal. Ich war gerade vorhin ein bisschen zu schnell. So, ich überprüfe schon mal. Passnummer stimmt überein. Das ist der Wilhelm Wapachi. Wapathi. Und er hat. Hohoho, ein Messerchen. Nur wenn es sonst nichts ist. Wie viele Leute hier was reinschmuggeln wollen? Ja, mir fehlen die Worte. Ja, tschüss. Ich will einfach so eine Waffe am Rücken. Till wollte mich abstechen. So, aber guck mal, das müsste sich gelohnt haben. Das war ein, glaube ich, sehr guter Tag. 40 Gehalt, 10 Bestechung. Wir geben nichts aus und kommen damit auf $95. Na, immerhin. Na, immerhin. Es wird aber trotzdem ziemlich heftig. Kollegischer Staatschef legt Beschwerde ein. Ja, ab jetzt darf keiner mehr durchsucht werden. Wann kommt eigentlich Essig?